So, jetzt mach endlich, dass du wegkommst. Gleichfalls. Nein. Come on. Du Scheißteil. Jan! Liebes Zukunfts-Ich, du bist jetzt bestimmt schon erwachsen und keiner sagt dir mehr, was du machen musst. Ich will unbedingt auch endlich alles selbst entscheiden. Ich liebe es, jeden Tag mit meinen Freunden zu spielen. Ich hoffe, du machst das immer noch. Aber das ist ja eigentlich klar, weil es gibt nichts Schöneres. Außer vielleicht Geburtstagsgeschenke. Wenn ich groß bin, werde ich mich mit allen Leuten anfreunden und mit jedem gut verstehen. Erwachsene können ja immerhin fast alles und wissen, was sie tun. Ich hoffe, du verbringst immer noch ganz viel Zeit mit Mama und Papa. Und wir ziehen endlich in ein Schloss ein. Deine Mel. Liebes Vergangenheits-Ich. Es ist alles nicht so einfach, wie wir es dachten. Erwachsensein bedeutet so unfassbar viel Druck, Verantwortung und Erwartungen, denen du gerecht werden musst. Ich fühle mich so isoliert und einsam wie nie zuvor. Und vermisse die Zeit, in der wir einfach nur über Felder gerannt sind und immer dann zu Hause sein sollten, wenn die Straßenlaternen angehen. Mittlerweile fühle ich mich nirgends mehr so richtig zu Hause. Alles, was du früher spielerisch gelernt hast, ist nun bittere Realität. Es ist halt nur noch Geld. Es kann die Türen öffnen oder verschließen. Weißt du, ich habe das Gefühl, alle in meinem Alter ziehen an mir vorbei. Ich bin stuck in einem Teufelskreis, aus dem ich nicht entfliehen kann. Das Leben zieht so schnell an einem vorbei und ich krieg's nicht auf die Reihe. Warum alle anderen schon? Was mache ich falsch? Wo bin ich falsch abgebogen? Was mache ich falsch? Hey, ich bin stolz auf dich. Du musst durch das alles nicht alleine durch. Es ist wie im Kindergarten, weißt du? Wenn du hinfällst, bekommst du von jemand anderem ein Pflaster. Du musst es nur annehmen. Du kannst immer noch alles schaffen, was du möchtest. Du hast Zeit. Kleine Schritte führen auch ans Ziel. Danke. Es ist nie zu spät, für seine Träume zu kämpfen. Hey, brauchst du Hilfe? Mm-hmm.